Dieses Video wird Ihnen präsentiert von der Sicherheits- und Krisenmanagementberatung SIOS Consulting und dem E-Learning-Anbieter sicher-gebildet.de. Wissenswerte Informationen sowie konkrete Sicherheitstipps zum Thema VPN-Sicherheit. Offenes WLAN oder geschützte Datenübertragung. Mittels Virtual Private Network behalten Nutzer die Hoheit über ihre Daten. Kriminelle greifen nicht nur Computer und Netzwerksysteme an, sondern verschaffen sich auch bei der ungeschützten Datenübertragung im Internet illegalen Zugriff auf fremde Daten. Vor allem die Nutzung von WLAN-Angeboten im öffentlichen Raum birgt unkalkulierbare Gefahren und Risiken für die Nutzer. Wer darauf jedoch nicht verzichten möchte bzw. verzichten kann, dem ermöglicht ein sogenanntes Virtual Private Network, VPN, die potenziellen Gefahren und Risiken zu minimieren. Denn ein VPN überträgt Daten über das Internet in verschlüsselter Form. Spionage und Ausspähversuchen durch Kriminelle im öffentlichen WLAN kann damit ein Riegel vorgeschoben werden. Datenschutz liegt in den Händen der Nutzer. Immer mehr Menschen nutzen mit ihren mobilen Endgeräten wie beispielsweise Tablets oder Smartphones die öffentlich verfügbaren WLAN-Angebote auf Bahnhöfen, an Flughäfen, in Cafés oder in Hotels. Ob die öffentlichen WLAN-Router dabei ein Sicherheitsprotokoll unterstützen, wissen die Nutzer nicht. Anders als am heimischen WLAN-Router verfügen Nutzer im öffentlichen WLAN über keinen Zugriff auf die Sicherheitseinstellungen der WLAN-Router. Sicherheitsvorkehrungen können sie daher lediglich am eigenen Gerät schaffen, indem sie beispielsweise ein verschlüsseltes Netzwerk zur Datenübertragung nutzen, wie beispielsweise das sogenannte Virtual Private Network, VPN. Grundsätzlich geschieht die Übertragung von Daten im Internet unverschlüsselt. Einige Browser bieten VPN bereits als Erweiterung an. Am Markt sind aber auch spezielle VPN-Programme erhältlich. Mithilfe dieser Programme schützen sie nicht nur den Datenverkehr innerhalb des Browsers, sondern auch den Datenverkehr aller anderen Anwendungen und Apps. Darum ist Datenverschlüsselung im Internet wichtig. Anbieter von Services im Internet erfassen und sammeln Daten. Sie dienen als Grundlage eines beeindruckenden Geschäftsmodells aus Datenverkauf und Werbung. Oft gelangen Daten auf diese Weise in unautorisierte Hände. Für Ihren Arbeitgeber. Zum Schutz aller Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse ist der Datenschutz von höchster Priorität. Sobald Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit mobilen Endgeräten, egal ob mit dem eigenen oder einem bereitgestellten, in einem öffentlichen WLAN unterwegs sind, ist Datenschutz kaum noch garantiert und erfordert besondere Maßnahmen seitens der Nutzer. Für Ihre Privatsphäre. Ohne VPN im fremden Netz zu surfen, gefährdet die eigene Datenhoheit. Setzen Sie private Endgeräte sowohl für die Arbeit als auch zur privaten Internetnutzung ein, sind Sicherheitslücken praktisch vorprogrammiert. Denn dann greifen Kriminelle nicht nur Ihre Daten unerlaubt ab, sondern auch die Ihres Arbeitgebers. So schützen Sie sich und Ihren Arbeitgeber. Wenn Sie Ihren Datenverkehr im Internet auch außerhalb geschützter Netzwerke sicher machen wollen, informieren Sie sich bei technisch versierten Ansprechpartnern wie beispielsweise in der IT-Abteilung über die angebotenen oder gegebenenfalls sogar intern vorgeschriebenen VPN-Lösungen. Informieren Sie sich auch über die Möglichkeiten von VPN auf privaten oder vom Arbeitgeber bereitgestellten mobilen Endgeräten wie Tablet oder Smartphone. Setzen Sie VPN konsequent und uneingeschränkt im Alltag ein, sobald Sie öffentliche WLAN-Angebote beispielsweise auf Bahnhöfen, an Flughäfen, in Cafés oder in Hotels nutzen.